Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lustige Dinge Video. Ich bin gerade so schön am Fahren in der Luft. Und ja, mit dabei ist der Ghost Founder. Hallo. Moin, was geht Wohin ab? wollen wir denn fahren? Ja. Gut. Wer es merkt, ich fahre gar nicht. Ich bremse sogar. Weil der Ghost Founder fährt da unten mich einfach so ein bisschen durch die Pampa, durch die Innenstadt. Und ja, das ist auch wieder ein Feature von diesem Mod-Menü. Launcher. Was, Launcher? Ja, Oh. Modding Launcher. Also Modding Programm. Mod-Menü. Ja, Mod-Menü, aber es ist ja ein Programm. ich habe gerade kein Auto gehabt, ich bin in der Luft gewesen. Yeah, das ist cool. Soll ich mal Ja. einen Dingens machen? So ein Frontflip? Oh ja, genau über eine Chance noch. Oh ja, genau. Oh, Oh, ich was bin war das unterhalb denn? von der Map. Ich hab die Oh. gesehen gerade Also kurz. geh mal über eine Chance. Wo ist die beste Chance hier in der Nähe? Ja, da unten die. Ding, Korea-Schanze. Ist der jetzt sogar noch nicht. Ich hab eine gute, warte mal. Da rechts ist sie, glaube ich, irgendwo. Weiter unten. Ist das auch ein bisschen laggy? Weil die Server jetzt auch nicht so gut sind. Meine Internetverbindung so ist nicht. Ich habe momentan nur 18.000 Kilobyte pro Sekunde, sondern 180 Kilobyte pro Sekunde. 180.000 Sekunden. Pro Sekunde. Oh. Nur 18.000. Soll ich mir so richtig viel krass, also Megaspeed so? Oh ja. Oder soll ich? Oh ja. Ja, warte, muss ich kurz ein bisschen hochschrauben, hat. Je mehr, desto besser. Wir sind die Nummer 1. Was? Sanitäter? Ja, von mir. Ist doch auch gut, wenn man wieder zusammengeflippt wird. Und? Okay, da können wir, also da fliegen wir auf jeden Fall schon bald, muss ich sagen. Hopp, hopp. Vorwärts. Warte. Ja, wie ihr wisst, GTA Online ohne Mod-Menü ist natürlich extrem langweilig. Er macht für mich das Modden. Ich muss nicht modden. Und ja, ich habe mega Spaß mit ihm zusammen. Einfach weil man Dinge machen kann, die nicht jeder machen kann. Beziehungsweise viel mehr machen kann, als möglich ist. Von Rockstar halt begrenzt wird natürlich. Und zum Beispiel so etwas ist eigentlich so ziemlich cool. Macht Spaß. Aber in der Ego-Perspektive sieht es wahrscheinlich noch cool aus. Aber es ist ja nicht eine echte Ego-Perspektive. Okay. Hey, ja, jetzt über diese Schanze hier vorne. Sprangschanze. Na, Mir wird warte. schwindelig. Oder über den Hai. Ja, ziemlich wackelig, eh? Ah, so langsam bin ich im Reich der Träume. Oh, im Wasser. Ah. So muss man auch im Real Life Auto fahren können. Einfach mal was, ein paar hundert Meter über der Straße. Passiert auch nichts. Außer man fährt in einen Wolkenkratzer. Sollen wir nochmal Auto oben drauf packen, oder? Ja, können wir. Also ich muss dann einfach in ein neues Auto reinkommen. Kannst du mich irgendwo rauslassen, dass ich nicht sterbe? Ist jetzt gut oder soll ich noch weiter runter? Warte. Nee, also. Ich Jetzt? bin im Haus drin! Ich bin einfach mal im Haus drin. Ah, jetzt bin ich rausgekommen. Okay. Sehr gut. Also dann machst du mich noch höher. Musst du ja ein. Warte mal. Guck mal, ein Auto. Wie viel soll man da draufpacken? Zwei, oder? Ja, zwei reichen. Okay, dann geh du mal in das Auto da oben. Muss Tesseract. ich. Nein, Muss ich da oben rein irgendwie? doch, Tesseract, okay. Man kann es gar nicht. Muss da oben rein!
Jetzt, zack, geh weiter. Jetzt muss ich noch hier im Dingens. Zack. So. Oh, nett. Jetzt wieder aussteigen. Beziehungsweise. Ich kann nicht aussteigen. Aber ich konnte jetzt aber aussteigen. Lol. Du konntest aussteigen, aber ich bin kein Modder, also deshalb. Ja, aber ich kann auch nicht aussteigen. Dann Dingens, eigentlich komisch. Ja, aber das ist jetzt ziemlich schon hoch, oder? Doppelt so hoch, oder? Ich krieg den nie rausgeschossen, warte. Oder ist Sniper. Nein, ich überleb's nicht. Nein. Tschüss. Locker. Hä, Gegenangriff hier? Okay. Ah ja, hab ich auch schon abgeschlossen, genau. Der Wagen ist bei. Ja. Das Häkchen ist zu sehen auf dem. Ich habe, glaube ich, alle abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob es irgendwo noch eine ganz seltene gibt, an einer bestimmten Uhrzeit, wie am Morgen, früh oder so. Bist du im Auto? Im Gelben? Ich geh jetzt ins Gelbe. Ne, geh mal ins. Nochmal ins Schwarze rein. Ich hab das Schwarze erst jetzt wieder. So, jetzt kommst du. Das ist ein Gummiboot, jetzt dachte ich, was das ist. Ja, das ist eigentlich weit genug. Weil mehr sind dann die Details dann weg. Jetzt muss ich so mal wieder rauswerfen, warte. Oder nee, du willst oben drin bleiben, ne? Ja. Warte. Muss ich mich rausschmeißen. Tschüss. Wie die Reise gespickt ist. Boah, geht aber auf der Dachkante abgedingens. Oh, die Korallenriffe sind cool. So. Ja, yeah, noch mehr atemberaubende. Oh Gott. Shit. Was passiert jetzt mit mir? Schlimm sei das. Oh, oh Gott. Scheiße. Drehst, ey. Also. Sollen wir ganz ordentlich fahren? Aber ganz ja, normal? Ja. Ras mal so richtig schnell wie möglich. Einfach ganze Zeit rasen. Rasen mähen. Nein, das Wasser. Oh. Ja, sehr wackelig. Ja, liebe Zuschauer. Uns wird schwindelig. Und wir müssen leider uns übergeben. Aber so sieht die Map eigentlich auch von unten und so aus. Also es ist, ja, ziemlich buggy. Buggy, ja. Wieso können Entwickler eigentlich nicht den Boden auch noch simulieren, dass Erde wirklich auch im Boden drin ist? Das wäre so viel Aufwand natürlich, aber trotzdem. Ja, weil wahrscheinlich, weil die Grafik, also weil dann Spiel auch immer spielbar ist. Ja, aber das wurde ja auch für die PS3 entwickelt. Also, dass die natürlich noch nicht so leistungsfähig gewesen. Aber wenn es jetzt auf dem Xbox aber das ist eigentlich generell kein Spiel, ne? Und PS5 gebaut wird, dann wird wahrscheinlich das schon möglich sein, dass überall Erde dann ist. Aber es muss ja nicht hoch aufgelöst sein oder sonst irgendwas. Es muss einfach ein Erdreich sein, dass man nicht mehr, also nicht mehr Wollglitches machen kann und so. Ja. Okay, weil es sich jetzt auch sehr mysteriös anfühlt und ich langsam wirklich Übelkeit bekomme. Sagen wir mal, ja, wir beenden das Video. Wenn ihr noch mehr sehen wollt oder wenn ihr Tipps habt für neue lustige Dinge, was ich noch bringen kann mit ihm. Warte, dann ich mach gerne mal einen ab kurz in die Kommentare. Und ich sag dann auch an der Stelle bye bye, ne? Ja. Verfolge mal den Taco Truck hinten. Oh, jetzt haben wir aber ja. Hey, wo bist denn du? Ich bin oberhalb von diesem Appartement, also ein bisschen weiter vorne. Ah, nicht rausschießen. Nein! Tschüss! Warte, ich treff die neue Video beenden, Video beenden!